Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier hinten ist die Türe offen, hier sind nämlich meine Parfums drin. Schön dunkel und trocken gelagert, wie sich gehört, damit die auch schön lange halten. Ich wurde letztens gefragt, ob ich nicht mal meine Düfte zeigen kann, die ich gerne im Winter verwende. Ich habe ja dann doch so viele Parfums, ja. Ich habe auch viele, die ich trotz allem im Winter benutze. Aber für mich so richtig Herbst-Winterdüfte, die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Beginne ich mit einem Klassiker. Also so, entweder man mag es oder man hasst es, ne? Habe ich so im Gefühl mittlerweile. Weil viele schreiben immer unter meinem Video, boah, das ist so ein ekelhaftes Parfum. Nein. Und zwar rede ich vom Alien. Terry Mugler Alien. Schon allein die Flasche ist so wundervoll, oder? Ich mag sie sehr. Das ist ein sehr wirklich intensiver, verführerischer Duft, der gut abends geht, aber auch tatsächlich, wenn man es zart aufträgt, tagsüber. Ich mag ihn total gerne. Ich trage ihn auch tagsüber, allerdings dann nicht so, ich nenne es mal großzügig. Für mich ist zart eins da, eins zart, eins da. Normal nehme ich immer zwei Spritzer da, zwei Spritzer da. Das ist für mich das ganz normale Parfüm auftragen, was man so über den Tag hin, weil dann ich trage es nicht nochmal auf, ne? Das war es dann. Und wenn ich tatsächlich rausgehe und großzügig auftragen möchte, dann mache ich zweimal bis dreimal da, da zwei bis dreimal und dann zack und zack. Nur dass das von den Haaren auch noch ist. Das ist für mich großzügig und das darf man hiermit nicht. Also dann seid ihr direkt das ist so böse gesagt, wenn man sagt, dass man dann... nein, also man riecht auf jeden Fall dann zu stark. Und das ist dann nicht mehr verführerisch, das ist dann schon billig. Das will ich damit sagen. Und das sollte man tatsächlich mit Vorsicht genießen. Aber ich finde, das ist einfach ein sehr düsterer, intensiv schwerer... Ich liebe schwere Düfte. Duft, der nicht aufdringlich ist, wenn man es nicht übertreibt. Genau dasselbe gilt übrigens für diesen hier. Und zwar ist das von süß. ist das von Flower Bomb? Ist das von Victor & Rolf Flower Bomb, aber das Intense, ne? Weil das normale habe ich ja auch. Und das da ist das Intense. Wo steht denn das? Nee, Extreme. Noch schlimmer. Ja, ist halt die gleiche Flasche wie Flower Bomb, nur das normale, nur in lila. Und das ist so intensiv. Also wenn der Flower Bomb das normale kennt, so... Nur intensiver. Aber das hat wieder, das ist nicht so aufdringlich wie Alien, weil das halt noch so eine also feminine florale Note hat, wo man dann direkt so an eine Romantikerin denkt. Ja. Ach, der schöne Duft, den habe ich in letzter Zeit oft benutzt. So, dann ein Duft, den mein Freund absolut toll an mir findet, und zwar Dior Addict. Ist aber auch schon seit, ich glaube, seitdem ich 16 bin, einer meiner Lieblingsdüfte. Der ist sehr orientalisch, sehr schwer, sehr luxuriös und verführerisch. Also das ist so toll. Das geht einfach immer. Naja, außer im Sommer, aber das ist schon sehr schwer. Sehr schwer ist auch Gucci Rush. Oh, darum. Das ist... das hat sehr starken Wiedererkennungswert. Das ist ein sehr trockener Duft irgendwo. Aber ich kann euch auch jetzt nicht sagen, was drin ist. Aber es ist auf jeden Fall auch leicht holzig, aber sehr süß. Aber ich mag es ja überhaupt, normalerweise mag ich es gar nicht süß. Aber das ist so süß, dass es schon wieder irgendwie passt. Ja, ich hasse die Flasche, weil man sieht nichts dadurch. Finde ich total ultra blöd. Aber, und das ist mit Addict... Eins der Düfte, die ich damals mit 16, 17 schon gekauft habe. Habe ich mir zusammengespart und dann habe ich mir das gekauft. Ja, ich war letztens bei meinem Hausarzt und die Sprechstundenhilfe hatte diesen Duft drauf. Und ich habe so lange überlegt, ich so, was haben sie drauf? Und die so, wie heißt das nochmal? Das ist eine rote Flasche. Ich so, Poison? Und die, nee. Ich so, Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt. Ich so, aber ich kenne den Duft. Ich hatte den auch mal. Und er meinte so, ich weiß es nicht. Ich so, ist das Gucci Rush? Und ich, ja, genau. Ja, und dann musste ich ihn mir nochmal kaufen, weil das hat mich einfach daran erinnert, dass ich ihn sehr gerne mochte damals. Und ich habe ihn wieder vor ungefähr einem Monat gekauft. Dann habe ich hier einen Duft, den kann man aber auch im Sommer gut tragen. Und zwar ist das von Yves Saint Laurent Manifesto. Manifesto Elixir hatte ich mal als Tester. Der ist noch vom Duft her noch intensiver.
aber ist schon wieder too much, fast schon für mich. Aber der hier, das ist übrigens das Eau de Parfum. Ich glaube, das sind alles Eau de Parfums bisher. Ja, das ist einfach. Der ist auch sehr weiblich. Nicht ganz so schwer wie alle anderen, aber schwer, definitiv schwer. Floralig, aber so. Ich kann nicht. Auch orientalisch, aber nicht ganz so. Nicht ganz so. Dass man so. Dass euch der hinterher rennt, aber jeder, der ihn, glaube ich, riecht, der denkt: Boah, riecht. Doch, die riecht gut. Ja. Auch eine sehr schöne Flasche, wie ich finde. Dann habe ich hier einen Roberto Cavalli Duft. Ich liebe Roberto Cavalli Düfte übrigens. Und dieser Flakon. Ich liebe die Flakons auch. Das riecht so gut. Das muss ich unbedingt nochmal auftragen. Das ist. Ich kann nicht erklären, wie das riecht. Das riecht einfach sehr pudrig, schwer, elegant, auf jeden Fall erwachsen. Und ich finde den toll. Habe ich auch noch als Backup. Habe ich. Edict habe ich noch als Backup. Und Alien. Das riecht so toll. Ich weiß, ich das kann ich nicht erklären, wie. Ich habe auch nichts. Also vielleicht auch so ein bisschen nach. Also, ich habe sowieso generell, finde ich, Probleme mit Düfte beschreiben. Und ich mag keine Plätzchengerüche. Aber das hier erinnert mich so ein bisschen an Backen. Voll toll. Ja, obwohl es ist kein Plätzchenduft. So, dann habe ich, das habe ich auch mal als Backup, Just Cavalli Gold. Die Flasche sieht sehr gold aus. Ein bisschen zu übertrieben, sehr klobig und prollo, ne? Total proletenhaft. Das ist die 75ml Pulle und ist noch halb voll, sehe ich gerade. Und das hat für mich, kennt ihr das Parfum für Männer Dior Homme Intense? So riecht das, finde ich. Nur als Frauenversion. Finde ich super mega mäßig. Da ist, glaube ich, so Amber Sandelholz auf jeden Fall drin. Also auf jeden Fall hölzern und sehr intensiv. Und ich finde, das könnte man auch glatt als Männerparfum durchgehen lassen. Super mega geil. Also ich finde, da hat Roberto Cavalli einen richtig tollen Duft gemacht. Und der ist komischerweise auch sehr oft bei Müller im Angebot für sehr günstiges Geld. Oh. Und dann habe ich hier einen Duft, den ich liebe. Auch wirkt, also ich liebe alle, ja. Ich. Ja, aber der hier, den habe ich mir letztes Jahr gekauft und habe den im Sommer getragen und im Winter. Man kann ihn einfach immer tragen, weil vor allem, wenn man auf so Familienfesten oder sowas ist, weil der ist einfach, man nimmt ihn einfach wahr. Er ist immer da, aber er ist nicht penetrant. Er ist einfach nur sauber, frisch, clean, schwer. Und zwar ist das von Bulgari, genau, ist das Guldea. Und achso, das ist übrigens, also das, warte mal, was war das hier? Das war Eau de Parfum. Auch ich habe irgendwie nur Eau de Parfum, weil die einfach schwerer und lang anhaltender sind. Ist ja auch egal. So, und das hier ist auf jeden Fall 90ml. Warte mal, hier stehen. Eau de Parfum, ja. Und das ist einfach nur blumig frisch. Wie gesagt, das ist einfach, wie ich gerade gesagt habe, perfekt. Es ist so schön. Und diese Nachtversion davon ist auch toll. Und dann habe ich jetzt noch einen Duft, den ich euch zeigen möchte. Und davon habe ich auch so ganz viele Backups, weil ich den auch super toll finde. Und zwar ist das Jimmy Choo. Jimmy Choo ist schon seit meiner YouTube-Zeit definitiv ein Favorit von mir. Der ist so toll. Den habe ich eine Zeit lang fast jeden Tag verwendet. Ich habe den auch mal von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen, so als Geschenk, voll lieb. Ist allerdings schon, die Flasche ist schon Ewigkeiten leer. Und der ist so toll. Der ist sehr feminin, sehr pudrig auf jeden Fall. Sehr, so ein bisschen nach Babypuder schon. Und hat nichts Orientalisches, sehr viel Blumiges. Aber durch dieses Babypuder, nenne ich das einfach mal, ist das so weich und so gemütlich, der Duft. Der ist so toll. Ja. Habe ich damals übrigens kennengelernt durch eine Bekannte von mir, die hat geheiratet und ihr Hochzeitskleid roch komplett nach diesem Parfum. Da habe ich mir gesagt, boah, du riechst so gut. Und die, ja, das ist, machte. Und dann hat die mir das gezeigt, meinte, das heißt Jimmy Choo. Und ich so, den kenne ich gar nicht. Und seitdem, bin dann, ich glaube, 2 Tage später nach der Hochzeit bin ich in Douglas, habe mir meine erste Flasche gekauft und seitdem komme ich nicht mehr los davon. Sehr toller Duft. Ja,
Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.